Hallo, mein Name ist Paul Daubenschiss. Ich studiere Geodäsie und Geoinformation auf der TU in Wien. Bin 23 Jahre alt, bin aktiv in der Salesianischen Jugendbewegung und salesianischer Mitarbeiter Don Boscos. Also es ist recht interessant bei mir, weil ich komme jetzt aus keiner wirklich katholischen Familie. Meine Eltern sind zwar beide katholisch, aber mehr als zweimal im Jahr in die Kirche gehen spielt es meistens nicht. Ich bin in ein evangelisches Privatvolksschule gegangen, bin dann dort zur Erstkommunion gegangen, weil dort halt alle Leute, die katholisch gewesen sind, zur Erstkommunion gehen. Dann mit 15 wollte ich zur Firmung gehen, aber eigentlich mehr, weil das halt ein schönes Familienfest ist. Habe mir dann eine Pfarre gesucht, wo ich zur Firmung gehen habe können, schon in dem Alter, weil bei uns in St. Gertrud ist das erst ab 18 gewesen. Und meine Schwester war damals schon in Stadtlau bei den Salesianern in der Pfarre bei der Firmung und war dann auch schon in der Jugendarbeit dort aktiv. Und da sich das dann eben angeboten hat, bin ich dann auch dorthin gegangen zur Firmung. Und hat mir dann im ersten Moment auch nicht so wirklich viel gegeben, also es war ein schönes Familienfest. Wir haben dann dort eine Jugendgruppe gegründet, wobei ich sagen muss, da war ich wahrscheinlich noch der katholischste von denen. Also trotzdem, dass ich nicht so viel damit zu tun gehabt habe, leider. Und ja, ich bin dann über Freunde von meiner Schwester in die Konfronto-Bewegung gekommen. War dann 2004 auf meinem ersten Konfronto-Wochenende. Da habe ich aber damals gar nichts mehr mit Glauben zu tun gehabt eigentlich. Also da war ich mehr so ein bisschen alternativ angehaucht, mit Marilyn Manson hören und solche Sachen. Also das hat mich damals mehr interessiert. Das, was mich aber dort dann fasziniert hat, war einfach diese unglaubliche Gemeinschaft, die dort war. Also es waren einfach Menschen von ganz Österreich, die dort zusammengekommen sind und dann dort mit viel Spiel und Spaß halt miteinander ein Wochenende verbracht haben, wo halt auch irgendwann einmal eine Messe drinnen war, die hat mich damals nicht wirklich gestört, aber es war jetzt auch nicht so wichtig. Deswegen, ja. Ich bin dann eben wegen dieser Gemeinschaft, wegen den Freunden bin ich eben dort geblieben. Das sind Leute, die kommen aus ganz Österreich zusammen und es ist auch relativ schwer gewesen, diese Leute zu treffen außerhalb von diesen Wochenenden, weil man eben schneller mal nach Kärnten runter oder sowas ist doch ein bisschen schwerer. Und ja, deswegen bin ich dann halt bei diesen Konfronto-Wochenenden geblieben. Ich bin dann über die Jahre immer weiter in eine Konfronto-Region hineingewachsen, in La See im Achfeld. Und habe mich dort auch sehr wohl gefühlt, meine besten Freunde sind von dort. Und ja, irgendwann bin ich dann dort auch ins Pfarrleben hineingewachsen und irgendwann ist dieser ganze Glaube und das, was dahinter steckt, immer wichtiger geworden und natürlich die Freunde immer noch wichtig geblieben, aber eben auch das, was rundherum war. Also es waren schon ab und zu Punkte, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt habe ich gemerkt, es passiert irgendwas, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte es von heute auf morgen katholisch werden. Das war halt sehr, sehr durch Gemeinschaft und sehr, sehr durch das geprägt. Ich habe auch mit der Institution Kirche vorher nicht wirklich was anfangen können. Das waren halt viele Sachen, die geredet worden sind und viel in den Medien gewesen ist. Aber ich habe für mich damit nichts anfangen können. Und dadurch, dass ich auch nicht wirklich in einer Pfarre groß geworden bin oder so, habe ich das auch gar nicht gekannt. Also ich hätte gar nicht wissen, ich habe mich nie bewusst dagegen entschieden, weil ich auch gar nicht gewusst habe, dass es das so in dieser Weise gibt. Und das war eigentlich ganz spannend daran. Für mich war es irgendwann, da war das Ganze auch noch nicht gar nicht so intensiv, wo ich dann angefangen habe, in der Pfarre mehr zu arbeiten, weil ich gesagt habe, okay, ich bin damit jetzt aufgewachsen, mir hat das viel gegeben und ich möchte es jetzt weitergeben können. Damit hat es eigentlich angefangen. Also ich habe einfach gesagt, okay, das soll jetzt nicht nur mir was gegeben haben, ich möchte das weitergeben, ich möchte das Jugendlichen zeigen, wie das einfach funktioniert und wie das dort ist und ob das nicht für die auch was ist. Und das hat sich eigentlich dann geändert und deswegen mache ich jetzt auch sehr viel Jugendarbeit und bin jetzt Pfarrgemeinderat in La See, Jugendpfarrgemeinderat, mache Firmenvorbereitung. Das hat sich eigentlich grob geändert, also es hat sich sehr viel von meiner Freizeitplanung eigentlich damit verändert, weil ich da einfach immer mehr eingegliedert worden bin und mir immer mehr Funktionen angeeignet habe, dass ich dann wo was arbeiten habe können. Ich würde sagen, es ist eine recht freundschaftliche Beziehung. Zwar nicht unbedingt so, dass man jeden Tag miteinander Kontakt hat, aber wenn man dann wieder aufeinander trifft, man sich doch wieder sehr, sehr gut versteht.